Moin Moin Leute, ich bin der Sepp. Heute haben wir Wirbaum für Sie. Und heute gibt es ein ganz besonderes Tutorial, nämlich wie baut man eine funktionierende Ticketautomat in Minecraft. Alles klar? Und zwar, wir haben im Hintergrund so eine Ticketautomat gebaut in der linken Seite und so weiter. Alles klar? Zum Beispiel, das hier ist aussehen wie eine U-Bahn-Station, aber deswegen. Alles klar? Und bevor ich jetzt gleich loslege, ich habe ein Problem. Denn leider habe ich am Montag nie hochgeladen auf YouTube. Warum das? Weil ich habe leider Verspätung wegen einer Aufnahme, zum Beispiel die englischen Videos aufzunehmen. Und da habe ich leider vergessen, dass ich nie hochgeladen die Upgrade Autobahnwelt 3 zu Autobahnwelt 4. Alles klar? Das war echt schade, weil ich habe lange gedauert von der Aufnahme und die englischen Videos war nicht richtig aufgenommen. Und schade aufgetreten. Alles klar? Ich habe in der Infokarte so ein Video hochgeladen seit gestern und da habe ich nicht richtig aufgenommen, aber der Rest war okay, aber kein Problem. Alles klar? Schreibt in den Kommentaren, was ihr wollt und so weiter. Alles klar? Und wir gehen jetzt auf das sogenannte die Minecraft Tutorials. Alles klar? Und zwar, wir haben so eine Automat gebaut und zwar da steht Fahrkartenautomat von Wiener Linien. Und hier steht, wenn ihr wollt, die Geld bezahlen, ihr sollt nur 1 Mark geben und dass wir die eine weiße Kiste hineingeben, um ein Ticket kaufen. Alles klar? Und wir nehmen jetzt ein Stück Smaragd aus der Inventar zum Beispiel. Ich hole mal raus, also das one zum Beispiel. Aber ich nehme eine Probetest mit 2 verschiedene. Und zwar, wenn ihr mit 1 Mark bezahlt, schaut mal Leute. Da kommt die Ticket heraus. Da steht Einfahrt Wien, Wiener Linien. Alles klar? Das Weiten geht auch, aber kein Problem. Alles klar? Es ist kein Command-Block, sondern nur eine Redstone. Und deswegen zeigen wir euch diesen Tutorial, wie man das baut. Das ist ganz einfach und so weiter. Alles klar? Und bevor ich jetzt auch gleich loslege, ich habe eine ganz kurze Frage hinter meinem Schild. Und zwar, diese kurze Info habe ich geschrieben. Und zwar, dieser Automat, das ich gebaut habe, habe ich bei der Station Schottenring U4 2 verschiedene Bilder gemacht, wie dieses hier. Alles klar? Und zwar, ich habe in der linken Seite, so sieht die echten Automat, like this one, als Minecraft, aber hier ist eine richtige Automat. Und deswegen könnt ihr, was ihr wollt, die Ticketautomat kaufen, was ihr wollt, like eine richtigen Ticket, like Fahrkarten. Und dann könnt ihr, was ihr wollt, unterwegs. Auf der rechten Bild gibt es so eine Ding, das ist sogenannte Inverter. Das ist so eine, die blauen Kästchen. Und der Stempel, in welchen die Minuten oder Stunden verwenden und so weiter. Alles klar? Aber nicht nur U-Bahn, sondern auch Straßenbahn und Bus, die blauen Kästchen. Und bei der Ticketautomat gibt es nur U-Bahn-Stationen. Und wenn ihr kein Ticketautomat will, dann könnt ihr, was ihr wollt, auch Tagpark kaufen. Das geht auch, aber kein Problem. Alles klar? Bei mir war ich nur Tabak gekauft, aber deswegen. Alles klar? Schreibt in den Kommentaren, was ihr wollt und so weiter. Alles klar? Und jetzt geht es los, dass wir bauen eine Automat, so ähnlich die Ticketautomat in der Minecraft Bedrock oder Java Edition. Alles klar? Und zwar, wir haben eine Probetest gebaut, like this one. So sieht diese Maschine aus. Wir haben eine Automat gebaut und deswegen kann man bezahlen, was man will. Da wird die Geld gesaugt und wird in die Kiste hinein. Und da kommt die frischen Fahrkarte heraus, wie dieses hier. Und das kommt die frischen Karte heraus. Alles klar? Aber das ist super und wir zeigen euch so eine bauen. Und zwar, wir brauchen eine Wolle sowie auch einen Spender. Das ist zum Beispiel eine Java Edition. Und bei der Bedrock heißt sogenannte Auswurfblock like this one. So soll diese Form aussehen, dieser Mund, aber deswegen. Alles klar? Wir brauchen eine Schulkerkiste. Ihr könnt auch andere verwenden, like something, Fass oder auch Truhe auf der rechten Seite. Alles klar? Wir brauchen auch eine Redstone-Staub like this one. Wir brauchen eine Redstone-Vergleicher, Verstärker brauchen wir auch noch. Die Trichter und die Redstone-Fackel. Alles klar? Das sind die Redstone-Technik. Alles klar? Und wir machen so, dass wir bauen. Für die Besondere machen wir auf diesem Kiste anzeigen. Und zwar, wir brauchen ein Papier sowie Amboss. Und wir brauchen jede Menge Smaragden fürs Bezahlen und so weiter. Alles klar? Ich lasse mal diese hier, weil ich mal zeigen wollte später, wie man das macht. Aber deswegen. Alles klar? Und zum Dekorieren gibt es hier
Und das ist diese Linien, die aussehen wie eine U-Bahn-Linie in Wien, aber deswegen. Alles klar? Und wir zeigen euch, wie man das baut. Als erstes nehmen wir es so, dass wir die weißen Wolle auf hier einrichten. Dann kommt hier und hier und da kommt hier ein hoch und hier. Alles klar? Die nächste machen wir auf der Seite hinten und da kommt ein Block hoch und ein Block bisschen hoch und ein Block bisschen hoch. Alles klar? Dann haben wir so eine Form gebaut. Alles klar? Nächste nehmen wir die Redstone-Vergleicher und stecken wir hier die Redstone-Verstärker auf her und hier. Alles klar? Die Rest machen wir mit dem Redstone-Staub da und da und da. Alles klar? Und hier haben wir jetzt schon fertig die Automaten und da kommt unten die Redstone-Fackel like this one, damit das wir hinzufügen. So, nächste nehmen wir die Trichter und stecken wir so, aber Shift gedrückt, diese Verstärker oder Vergleicher hineingeben. Alles klar? Und da machen wir jetzt Besonderes. Und zwar, wir brauchen jetzt Truhe, stecken wir hier eine und da machen wir jetzt so 1, 2, 3 und da werden so gemacht. Alles klar? Ihr könnt auch andere verwenden, wie für die Tiefe verwenden und so weiter. Alles klar? Das geht auch. Und nächste nehmen wir die Auswurfblock und stecken wir hier und hier auch Shift gedrückt halten und da kommt eine Redstone-Staub, aber auch Shift gedrückt halten. Alles klar? Und jetzt haben wir fertig gebaut die Ticketautomatmaschine und dann kommt die Schurkerkiste oder Truhe, was ihr wollt. Und deswegen haben wir schon fertig gebaut so eine Automatmaschine. Alles klar? Jetzt kommt eine ganz Besonderes. Ihr könnt was ihr wollt dekorieren, was ihr wollt. Und ich nehme besser einen Temporary, so ähnlich Ersatz, nämlich einen Stein, aber deswegen. Alles klar? Jetzt kommt eine ganz Besonderes. Und zwar, wir brauchen eine Papier sowie Amboss und nehmen wir auch heraus, damit wir jetzt eine ganz Besonderes machen. Und zwar, wir brauchen Smaragden, Amboss und machen wir eine Fahrkartenautomatname. Alles klar? Und zwar, wir machen erst eine Amboss und machen wir einen Namen, das sogenannte Einfahrt Wien. Und zwar, ich nehme jetzt so Einfahrt Wien. Und da mache ich zum Beispiel Strich Wiener Linien, aber deswegen. Ihr könnt auch andere schreiben, like U-Bahn-Fahrkarte oder auch eine Ticket, aber deswegen. Alles klar? Und nach der Einrichtung machen wir jetzt so, dass wir diesen in die Auswurfblock hinein und deswegen geht es super einfach. Alles klar? Und für die Smaragden machen wir ein ganz Besonderes. Aber vor müssen wir herausnehmen, weil so könnten sein, wird problematisch. Zuerst machen wir so, dass wir Smaragd auf der rechten Seite beginnen, nach links. Alles klar? Deswegen machen wir das so, dass die Smaragd, die wie viel drin ist und so weiter. Alles klar? Und wir warten, bis die Redstone-Fackel die an ist, aber deswegen. Alles klar? So, wir warten dann ein paar Minuten, bis es dann schon da ist und zack, wir haben schon da. Alles klar? Und jetzt haben wir schon fertig gebaut, das sogenannte die Ticketautomat für die Minecraft Bedrock oder Java Edition. Alles klar? Jetzt probieren wir was aus, ob die klappt. Und zwar, wir geben jetzt ein Stück Smaragd ein und nothing. Klar, ich habe vergessen, die Karte muss hineingeben, weil sonst könnte es sein, wird aussehen wie eine leere Fahrkarte. Das ist nerviger. Deswegen muss ich die Karte hineingeben. Alles klar? So, try again. Yep, jetzt funktioniert. Und zwar, hier steht Einfahrt Wien, Wiener Linien. Und zwar, was ihr wollt, ihr könnt auch Ticketautomat kaufen, was ihr darf höchstens und so weiter. Alles klar? Und jetzt funktioniert diese Fahrkarte Automat für die Minecraft, aber deswegen funktioniert. Alles klar? Und das haben wir gezeigt, wie man das baut, einen Ticketautomat in der Minecraft, Java oder Bedrock Edition. Alles klar? Und deswegen war kein Problem. Ihr könnt, was ihr wollt, eine U-Bahn-Station bauen, was ihr wollt. Und wenn ihr nicht mögen, ihr könnt auch was anderes bauen. Zum Beispiel einen Münzentausch oder auch eine Busstation, like Busstation und andere Möglichkeiten. Alles klar?
schreibt in die Kommentare, was ihr wollt und so weiter. Alles klar? Aber deswegen war kein Problem und so weiter. Alles klar? Und das war die Bau einer sogenannten die Ticketautomat in der Minecraft Bedrock und Java Edition beziehungsweise die Ticketautomat like Fahrkartenautomat. Alles klar? So, bevor ich jetzt gleich beenden ist, wir haben eine ganz kurze Anzeige über diesen Station. Und zwar, ich habe so einen dekoriert, like this one, aber leider habe ich nicht schön gebaut. Warum das? Weil erstens habe ich die Treppe nicht schön gebaut, weil ich bin leider tief, like minus 60 und es klappt nicht gut. Deswegen lasse ich mal ohnehin, aber später, wenn ich eine andere Welt, like unendlichen Welt oder eine Flachwelt mit ganz viel Höhe hoch, zum Beispiel bis 0 oder something, dann bauen wir eine U-Bahn in Minecraft, aber deswegen. Alles klar? Und wenn ihr wollt, ihr könnt auch was anderes bauen, das geht auch, aber kein Problem. Alles klar? Schreibt in den Kommentaren, was ihr wollt und so weiter. Alles klar? Und das war die Bau einer Ticketautomat in Minecraft. Alles klar? So, das war's in diese. Viel Glück und sei glücklich sein. Bis uns morgen in einem weiteren Video, nämlich bereits die Autobahnwelt 3. Und zwar morgen kommt die YouTuber-Spieler auf die Autobahnwelt 3. Und das zeigen wir euch morgen, wann ich geplant werden und so weiter. Und das zeigen wir euch auch morgen. Alles klar? Und am Freitag kommt die letzte Folge Autobahnwelt 3. Und das zeigen wir euch am Freitag und so weiter. Alles klar? Und jetzt gibt es eine ganz besondere Anfrage über Samstag. Und zwar, weil ich habe so eine Autobahn gebaut habe, werde ich am Samstag eine sogenannte die U-Bahn-Linie U4 anzeigen. Und das kommt am Samstag, das sogenannte die ÖFI-Videos Wien. Aber ich weiß nicht, welche muss ich Station nehmen. Das zeigen wir euch bald, aber ganz kurz. Alles klar? Und das werde ich schauen, dass ich aufgenommen, entweder am Donnerstag oder Freitag. Aber das muss ich geplant werden. Alles klar? Und am Sonntag kommt die WeLive-Vlog über das sogenannte die Gaming-Sim-Anzeigen und eine ganz besondere Anfrage über Planung und YouTube-Pausieren. Alles klar? Und das kommt bald für diese Woche und so weiter. Alles klar? Nächste Woche ist Herbstferien, aber deswegen kein Problem. Alles klar? Und übrigens Leute, dieser U-Bahn-Video war auch kein Problem, zum Beispiel die ÖFI-Videos Wien, da war kein Problem und das zeigen wir euch bald am Samstag. Alles klar? Und deswegen schaue ich mal, wann ich hochgeladen und so weiter. Alles klar? So, das war's in diese. Wir sehen uns bei einem weiteren Video. Und wenn ihr wollt, zu meinem Kanal abonnieren, dann vergiss ich auch abonnieren, was ihr wollt, auch liken und so weiter. Alles klar? Und schreibt in den Kommentaren, was ihr wollt, ob etwas gefallen über diesen U-Bahn oder Ticketautomat in Minecraft. Und deswegen war kein Problem. Alles klar? So, das war's in diese. Wir sehen uns bei einem weiteren Video. Und danke fürs Zuschauen bei Hasib Kasi. Und hoffentlich, meine Stimme war nicht richtig, weil heute problematisch und nicht richtig besser. Alles klar? Aber ich werde schauen, dass ich wieder besser werde und so weiter. Alles klar? Wir sehen uns bei einem weiteren Video. Und danke fürs Zuschauen bei Hasib Kasi. Und ciao, Leute. Und hab schönen Tag mit Amboss. Und bye, guys.